Herzlich willkommen Leute zu einer Runde Bed Wars mal wieder auf unserem Community Server heute. Und mit dabei ist der Max. Hallo. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my So, jo, wir spielen heute eine neue Map. Geist die Map. Box. Ah ja, stimmt, steht da rechts sogar. Eine selbst gebaut eigentlich, oder? Habt ja, die komplett selbst gebaut. Ah, nice. Okay Leute, also, das heißt, wir können jetzt endlich sagen, ja, bei unserem Bed Wars Plugin, was nicht hundertprozentig unser Bed Wars Plugin ist, gibt es aber jetzt endlich mal eine Map, die auch wirklich hundertprozentig Colors ist auch von uns. Echt, ist auch von uns, nice. Okay. Auf jeden Fall ist das eine 4x2 Map und ja, die Runde ist voll zum Glück. Es gibt auch nicht wirklich ein wirkliches Thema anzusprechen. Nur, dass es an dem eine neue Map gibt auf dem Community Server, das ist es. Ist, dass da welche kommen? Naja, ich schau. Na gut, es bauen eh alle Ja, Team, die bauen sich doch eh hoch wieder. Achtung, guck, der eine baut sich ja alle. Ja gut, kann man schon machen. Ich meine, ist eigentlich eine gute Taktik, ne? Ich guck einfach, dass niemand zu uns kommt. Hoffe. Oh, kann ich den schlagen? Oh. Gut, aber ich bin dafür auch runtergesprungen. Dafür habe ich ihn weggeschlagen. Oh, der Grüne ist in der Mitte. Der baut unseren... Oh, ja, jetzt macht er wieder diesen... Bau den Weg zu, weil ich so cool bin, Trick. Baut er den Weg von uns ab. Ja. Ja, gut, soll er machen. Ja, weiß ich gar nicht. Ah, ich wusste gar nicht, dass das Bett so weit unten ist. Ich dachte, das sei gerade direkt hier unten. Boah. Gut, also, ich habe jetzt auf jeden Fall auch das allererste Mal selbst gesehen, wo das Bett ist. Und ich glaube, ich muss das Mikrofon mal ein bisschen anders hinschieben. So. Ich bin noch nicht mehr am Streamen, weil zum Aufnehmen und zum Streamen auch das Mikrofon ein bisschen anders platziert, wie meins. Also das Bett ist auch bei jedem, bei jeder Insel halt an einer individuellen Position einfach, weil besser. Es ist halt alles immer hier in der Leiter runter, aber dann sehen die Hallen da unten anders aus. Und zwar ist es WC, glaube ich, ne? Ich habe das nur auf Befehl von Speed gemacht, dass die Map jetzt. Okay. Und nicht Team ausschlagen hier unten. Nein, zwei Herzen mit einem silbernen Kommentar. Oh, Dead Ping Hit! Hast du geschafft? Nein, leider nicht ganz. Oder bist du nicht down? Oh fuck. Yep. Ich bin noch nicht down, aber ich bin gleich down wahrscheinlich. Nee, ich hab's geschafft, Alter. Nice. Grün hat einen Bogen. Ah, alles klar. Schade, ich komm nicht hoch. Shit. Nein. Der war zu hoch. Bauen derzeit unser Bett nochmal ein bisschen ein. Nice. Sonst? Versuch an zu rot zu. Nein! Genau, da muss man mich mit dem Bogen runterschießen. Man denkt vielleicht, ja, 4x2 Runde, die Map sieht eigentlich ganz schwierig aus. Die Runden dauern bestimmt nicht so lange. Das ist ziemlich intensiv. So ist es überhaupt nicht. Oh lol, Vece wollte gerade zu uns. Was? Oh shit. Nee, auf jeden Fall, die Runden dauern gar nicht mal allzu. Die sind gar nicht mal allzu kurz auf dieser Map. Habe ich heute auch richtig bemerkt. Doch nur eine halbe kommt Stunde. Drauf an. Kommt drauf an, welche Spieler man hat. Man Gommelspieler hat oder nicht und wir werden getargetet. Das tut gut. Kann man das eigentlich vielleicht mal so machen, dass es auf gewissen Maps einfach keine Bögen gibt im Shop? Ja, weil jeder Server ja nur eine Map hat. Ah, ja stimmt. Dann könnte ich einfach jede Map ein anderes Bed Wars Plugin schreiben. Also einen anderen Shop. Aber ich würde es echt mal spannend finden, so bei gewissen Maps, wenn da einfach mal kein Bogen dabei wäre. Wie dann das Spiel so wäre. Oh fuck, der hat mich gekriegt. Shit! Ich hab früher sneaken müssen, aber ich glaube ich nicht runtergefallen, auch mal sehen. Er zeigt Frieden, what the fuck? Luca, was ist falsch mit dir? Er zeigt einfach Hauptsache Frieden. Nur auf uns gehen? Ja. Nice. Ich werd von hinten angehittet. Multi-Hilfe! Ja, ich komm. Look down! Scheiße, der hat einen Bogen. Soll ich einen Bogen? Ich seh ihn gar nicht. Achso, die bekriegen sich gerade gegenseitig da. Und ich versuch den irgendwie runter zu droppen. Okay. Droppen. Drop like a bit now. Oh lol. Er kommt. Ein Knockback-Stick. Oh, nein. Okay, der ist weg. Jo. Oh, knapp. Das Dumme ist allerdings, ich habe keine Spitzhacke mit jetzt. 1. 0. Yes. Nein. Versuch das Platin zu saven. Wir haben leider einen Exploit gefunden, Multi, aber den kennst du, glaub. Lol. Ja. Das schaut einfach ab vor. Soll sie das tun, wenn sie möchte. Oh, fuck! Lol. Ja, hey. Die Targeter sind im Start. Oh. Halbes Herz und Loop down. Ernsthaft? Es kommen einfach alle auf uns. Ohne Spaß, Mann. Wir werden nicht schreiben sollen, dass wir aufnehmen. Es ist gerade 26,8 Grad warm hier in meinem Zimmer. Ach, und bei dir deshalb auch. Habe ich gerade die Fenster alle offen. Bei mir damit ist so annähernd ein bisschen frische Luft reinkommt. Bei mir ist 23 Grad circa.
Nee, der ist bei dir. Ah doch, jetzt geht er zu uns gerade. Ja, der geht zu uns. Er will nur unser Bett, der Geier. Aber ist runter. Ja, ich hab ihn runtergeschmissen. Hast du den Geil? Erledigt! Au, oh, Luca! Ja, er ist runter. Noch so ein Kerl kommt. Achtung, Blau kommt. Und Melda mit ihrem Missing Bow-Skill. Oh, Junge. Warte, ich hab einen Spitzhacke. Ja, ich habe ihn mit dem Eisenschwert ein bisschen weit geschlagen, weil das ja Knockback 2 hat. Ja, nice. Blitze. Ah, ich hab rein. Nein! LOL! Den hab ich überhaupt nicht gesehen! Ich dachte, das warst du. Renn am liebsten zurück zur Base. Ulti. Oh. Ja, so Avicii, der ist ja oben drüber gekommen, bleib, ich hab ihn gar nicht gesehen. Ja, bleib einfach bei der Base und hol dir Warpover und dann geh zur Mitte. Das ist die beste Taktik. Warpover braucht hier nur 3 Sekunden zum Aktivieren. Ja, Spitzhacke für einen. Nein. Noch, Mann. Ich soll nicht nach dem Essen direkt aufnehmen, ja. Also. Nice, Robin! Nice, mit seinem Level 4. Hätte sicher gedacht, dass wir ihn kriegen. Lol, ich hab den Kill bekommen, weil ich ihn jetzt noch einmal gehittet hab, nachdem. Also, Leute, wie schnell regeneriert man hier? Ja, das haben wir ein bisschen schneller gemacht, weil Bogen! Was? Oder ein Blauer kommt, ein Grüner kommt schon wieder. Ein Grüner wieder? Ja. Lass mich den. Wrecken! Lol, der hat geleckt, ne? Ja. Und da kommt ja, der andere schon mal, wieder. Da baut er sich wieder hoch, der Hype-Player. Wahrscheinlich baut er sich jetzt direkt zu uns rüber oder so. Ich bin seit gestern mit Verium auf Hype befreundet. Oh mein Gott! Ich habe gemeinsam mit dem Defran gespielt. Yes! Nice. Nein. Okay, ja gut, jetzt können wir uns. Nein, lol! Das hat gerade ich kann den Block da an nicht platzieren. Oh, guck mal, jetzt platziert er wieder like a noob. Löcke. Okay, ich versuche jetzt zu grün rüberzukommen über den Weg hier oben. Oh, guck mal. Hi. Und schau einfach platz. Hey Leute, ich kann gar keinen Blöcke platzieren, what the fuck? Vielleicht weil da schon Blöcke sind. Moment mal. Ja nee, ich kann nicht weiterlaufen. Warte. Jetzt geht's auf einmal. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie. Ein Gold und ein Platin. Ah komm, ich mach jetzt einfach auch Lappentaktik. Machst du jetzt auch hochbauen. Die hochbauen Hive Player Taktik? Ja. Wir haben ja Blöcke gewinnt einfach am Ende. So. Oh Jungs. Soll ich dir auch Magnetschuhe holen? Wenn du möchtest. Pack sie dir in die Kiste. Na gut, du kannst schon auch wieder hochbauen, mein Lieber. Nein! Ich hab einen. Aber es auch wieder hoch, glaube ich, ne? Oder nicht? Junge, ich verbrauche einfach so viel unnötigen Inventarplatz. Oh, jetzt kann ich den kriegen, er ist gerade am Bronze holen, glaube ich. Ja, dann nice. Ah, nee, ist aber schlecht. Lavinier. Ich hab besser Eisen. Ja, wo ist er jetzt? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Nein, Melda! Oh Junge, so eine Fame-Geile. Ich könnte jetzt schon unterschlagen, eigentlich. Oh, Melda kommt. Und sie hat Warp-Pull. Na gut, Melda kriegst du. Ja, tschüss, Melda. Ja, nice, ich hab ihn! Alter, das nice. War mal richtig nice. Blau kommt! Ruf Bow spammt! Und ich brauch deine Hilfe mal ganz kurz, wenn du. So, ich hab das Bett. Ja, zurück! Ey, komm! Ich hab keinen Warp weiter. Was bringt einem Warp das? Zu campen und zu sneaken dabei? Penis. Keine Ahnung. Okay, ich hab den grünen endlich. Na gut, war jetzt vielleicht nicht so geil, weil dann der eine war, aber trotzdem. Bei Gold. Wenigstens haben wir jemanden gekriegt. Und ich hab die Magnetschuhe reingepackt. Nice. Oh. Ah, ich versuch zu blau zu kommen. Deswegen mag ich 4x2 nicht gerade. Ich auch nicht immer. Einer. LOL! Hä? Hey, hab ich einfach schon LOL. Weißt du, einer Camp Mitte, einer. Also, warum? Ohne Scheiß, Luca macht One-Hit bei mir, obwohl ich Rüstung hab beinahe. Also, macht beinahe One-Hit. Warum das? Wie kann man so viel Schaden machen bei so einer Rüstung? Also, jetzt mal ohne Scheiß. Heute Morgen habe ich ihn ans Hacker bezeichnet. Dann auf einmal wieder nicht mehr. Und jetzt habe ich ihm das Gefühl, jetzt hackt er doch wieder. Ich kann euch halt Hunde irgendwie zusammenschneiden. Einfach nur die spannenden Stellen am Ende reinpacken. Oh komm, ich hole jetzt einfach auch einen Bogen. Ohne Scheiß, Mann. Ich hole mir jetzt einen Bogen. Ja, ich habe 4 Gold. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. 2. Weil ich rede mich nicht auf. Das ist Spaß. Okay, Moment mal. Ich hol mir den Multi-Apfel. Zu hacken. Warte. Darf ich mir den Multi-Apfel holen, Multi? Ja, hol ihn dir. 4 Gold, 2 Platin. Einfach mal weg. Ginty ist tot. Melda ist tot. Ginty. Das Bett lebt aber noch. Wieder tot. Hey, was machst du denn? Schießt du gerade mit dem Bohnen und mit dem Apfel? Ich hab meinen Multi-Apfel gerade intus. Ha. Ah. No, dann hast du das Bett gleich, oder? 3. Wo kommst du hin? 1. Nice. Nice. Einfach wegen OP-Apfel. Max, du hackst. So. Ginty kommt zu unserer. Ich hab Ginty gerade runtergeschmissen, wo er kam.
Komm. Was das der Fuchs sei. Och nee, es spawnt. Meine Farm, meine haben nur noch Eisen und Küsse. Ich schau mal. Oh ja, nice. Gut, ich verbrauche jetzt einfach alle unsere Ressourcen noch, damit wir durchwaschen können. Nice. Ich hab. Endstone backt aber nur bei mir rum. Der Rest ist ganz normal. Ach jetzt? Okay. Cheater schreibt er. Er schreibt Cheater, weil ich ihm nicht sage, wo man das Platin findet. Ja, da sollen sich unser Bett auspacken, einfach mal ein bisschen besser angucken. Oh, hallo WJ. Tschüss. Fuck. The fuck, WJ. Was? Was hat er mich runtergeschlagen? Weil man eigentlich, ich weiß nicht, bringt's denn das Eisenschwert wirklich, weil das macht ja. Ja doch, komm, ich kauf's jetzt ja, einfach. Das bringt's. Maxim sagt ihm 9 Cheater Platin. Nö, ich hol's mir vom Spawner. Ey komm, wir versuchen jetzt hier nicht durchzuwaschen. Okay, warte. Wir sind jetzt auch echt bombenhaft. Ja, cool. Ja gut. Ich hole mir in der Zeit dann schon mal ein paar Warp-Pulver zur Sicherheit, damit ich in der Not zurück zur Base kam, ne? Hm, so, ich habe schon wieder getötet. Jetzt, aber Luca ist halt nicht Ease, ne? Luca, der hat's halt drauf. So. Ich bin auf jeden Fall in der Mitte. 6 Warp-Pulver. Okay, nice. Ich weiß aber nicht, ob wir das wirklich brauchen. Aber ich weiß nicht, ob Luca... Er fuckt Queen. Nach. Okay, ja. Ey, so. Wenn wir ne... Gut. Das Umisander, er hat... Ich weiß nicht, ob er einen Bogen hat. Hat er nicht. Okay, gut. Schau einfach, dass er... dass er sich nicht runterdroppt. Ja, ja, ich bin da. Oh, so. Dead Range! Dead Range und so. Okay, hast du ihn? Ja. Nice. Ping. Ping! Gut, ich geh direkt durch. Er denkt so, weil du denkst, dass er wieder hackt oder was. Warte. Okay, ich geh durch. Ja, ich schau, dass hier oben, dass sie schnell wieder weg sind. Spawnkiller. Das ist Bad Wars, mein Lieber. Ja, okay, oh, yes. WJ auch noch. Noch, los, yes, ein Hit, er ist down, Noob down. Ja, ich hab einen Luke, hab ich ja schon getötet. Warpulver. Vor allem, was bringt's denn, wenn er jetzt unser Bett da baut? Das bringt ihm ziemlich genau nix. Hallo WJ. Tschüss, WJ! Nice, Alter. Alter. Das sind jetzt bestimmt richtig, richtig mad. Einfach 23 Minuten für die Bedwars-Runde. Vertreib. Gut. Aber ja, ich habe mal gesagt, die Map dauert nicht gerade allzu kurz. So, und damit dann auch wieder ein Lobby und ihre Zahlen, Leute. Falls euch die Runde gefallen hat, dann dürft ihr gerne eine positive Wertung da lassen. Und dann sehen wir uns dann morgen wieder um 8 Uhr im Stream. Oder ansonsten bei einem weiteren Video auch morgen wieder. Bis dann, ich verabschiede mich vom Community Server. Bis dann und tschüssi.